So, wir standen heute zufällig vor einem Fotogeschäft. Ich möchte auch da nochmal in dem Zusammenhang sagen, dass Penner mit Joints und auch so mit einfachen Zigaretten uns immer hinterhergekommen sind. Ne? Also er steht vorne drei Geschäfte weiter und stand dann wieder hinter uns in Windrichtung. Also sie schicken ihre Penner einfach weiter, damit wir auch immer schön Zigarettenqualm einhalten. So, möchte Jobcenter West direkt ansprechen? Ja, Nati? Mhm. Selbstverständlich diese Stadt Frankfurt. Ja. Ne? Und selbstverständlich auch das Sozialgericht und Vormundschaftsgericht. Ne? Genau. So, also eine Fotoausrüstung sieht so aus, als wenn sie viel billiger geworden ist. Ne? Ja. Also ich glaube, meine kostet da alleine schon so um 250.000. Ne? Ich glaube nachher ungefähr eine halbe Million, als ich sie komplett hatte. Genau. Aber das braucht man ja heute nicht mehr. Weiß natürlich nicht, was Leica bringt. Ne? Wie gut Leica ist. Ne? Wollen mal sehen. Also es sieht im Moment so aus. Also ich habe mir heute mal die Canyon 1 DX angeschaut. Die kostet in dem Laden 6.999 Euro. Ne? Ich weiß nicht, ob es die beste ist von Canyon. Selbstverständlich nehme ich wieder die beste von Canyon. Ne? Selbstverständlich nehme ich auch eine Leica, ne? Mit einem normalen Leica-Objektiv, 50 mm. Ne? Selbstverständlich die beste digitale Leica jetzt. Ne? Erinnert damals, da habe ich den Preis noch von der Leica, kostete der Buddy, also das einfache Gehäuse, 8.000 D-Mark. Ne? Genau. Weiß nicht, wie teuer das heute ist, aber das kommt auf jeden Fall dazu. Aber sonst Canyon-mäßig sieht es aus, als wenn 50.000 Euro reichen. Ne? Genau. Haben wir heute angeguckt, meine gängigen, ob wir, da ist noch nicht dieses riesige mit bei, das 2000er, ne? Das hatte ich, glaube ich, mal erzählt. Das ist so teuer gewesen damals wie ein Golf GTI, ne? 33.000 D-Mark habe ich erwähnt. Ich habe es irgendwo mal geschrieben, ich hatte zu wenig mit. Ich hatte irgendwie nur 23 verstanden oder so. Ne? Müssen wir mal nachlesen, ich glaube, ich habe das mal geschrieben. So, dieses Objektiv, das 600er, das kostet 11.000 noch was, also 12.000. Ne? Dann das 400er kostete dann noch mal 10.000, ne? Ja. Also fast 11.000. Und das 200er war das, ne? Mhm. Das kostete um 7.000, ne? Genau. Also diese Lichtstärken von Canyon, die möchte ich selbstverständlich wieder haben. So, und dann ein Vario-Objektiv 70 bis 200 mm, ne? Genau. So, dann, ja, tut mir leid, ich zitter so, ne? Natürlich von diesen Kameras dann drei Stück, ne? Entschuldigung, vier. Die ich dann gleich an Objektive ranmache. Also so wie alle Stärkungsmittel, alles weg ist, zitter ich bloß noch. Sie sollten das auch schon mitbekommen haben. So, das ist natürlich da vergoldet. Muss ich die ein paar Mal wechseln, natürlich ist das Objektiv viel schwerer. Ne? Es ist vorbei, dann kann ich das Objektiv wegschmeißen und die Kamera auch. Das sind lauter goldene Anschlüsse. Sie kennen sich da sicherlich nicht aus. Wir gucken sich das mal an, es sei denn, es hat sich geändert. Aber früher waren lauter vergoldete Kontakte, die ganz leicht verbogen sind, trotz Bajonettverschluss und alles. Und deshalb muss ich für jeden einzeln was haben. Aber es sieht gut aus, als in allem sollte man mit 50.000 Euro durch sein. Ne, Nati? Für mich, für meine Fotoausrüstung. Also maximal 60. Ich weiß nicht, was das da für ein Laden war, wenn das da preiswerter war oder so. So, dann bitte ich Jobcenter West und so, dass sie zusehen, dass wir diese Fotoausrüstung kriegen. Ne, Nati? Genau. Dass wir das Geld dazu kriegen und dass ich mir das kaufen kann. Ja. Damit ich anfangen kann. So, und äquivalent werden wir denn für meine Frau denn was aussuchen. Eine Videokamera oder zwei Videokameras, ne? Genau. Für, auch von Canyon, damit die Objektive passen. Ja. Da tauschen wir uns mit aus denn. Ne? Genau. Da wird sie denn andere Objektive nehmen, damit wir uns ergänzen. Ne? Ja.
beispielsweise 50 mm Objektiv, 100 mm Objektiv und dann natürlich auch diese sogenannten Froschaugen. Ne? Also 20er, 30er, ne? 24er, glaube ich, gab es. Wie gesagt, war nur analog, ne? Also digital weiß ich nicht, was man da für neue gemacht hat. Natürlich brauchst du auch Valio-Objektive und so weiter und so fort. Meistens ist bei einer Schmalfilmkamera sowieso ein Objektiv dazu. So, das nehmen wir auch von Canyon und damit wir Geld sparen werden. Ne? Genau. Ja, das ist dringend notwendig. Damit machen wir uns dann selbstständig und dann können wir uns auch damit finanzieren. So, und das steht uns zu, ne? Sie haben schon zweimal 20.000 Euro versaut, ne? Ich AG und alle anderen Unterstützung sowieso, ne? Genau. So, und dann zahlen Sie uns noch was für unsere Wohnungseinrichtung und so weiter und Kleidung. So, und dann sind Sie durch. Na, Nadi? Sehe ich auch so. So, und machen Sie es nicht, geht's weiter so. Und alles andere, das wird natürlich teurer, ne? Alle anderen geht's voll ans Eingemachte. Privatvermögen, RAN, alles, ne, Nadi? Gar nichts anderes. Und Sie sind dann raus, die damit weiter nichts zu tun haben. Es sei denn, Sie wollen jetzt nicht ehrlich arbeiten. Dann sind Sie nicht raus, ne, Nadi? Wie gesagt, ich sage mal leben oder leben lassen. Ne? Und ich lasse mir von keinem was gefallen. Das habe ich wohl in der Gene. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.